Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu A Plague Tale Part 3. Ich bin der Affenkönig Dämlich und es geht weiter. Amicia und der kleine Hugo sind geflohen. Und wir suchen einen Arzt namens Laurentius, der Hugo schon eine Weile behandelt. Und wir haben in diesem Dorf nach Zuflucht gesucht, weil die Inquisition uns ja verfolgt hat, aber... Wir standen hier vor verschlossenen Türen. Niemand hat uns geholfen. Und hier sind jetzt auch die mit X markierten Pesttüren. Keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Wir werden alles mal so gut es geht erkunden. Oh! Ist doch... Amicia, gehören die Äpfel, Äpfel an den Bäumen allen? Freilich, ein schöner Bosskopf. So wie die Dinge im Moment stehen. Ja. Oh, danke. Ja, hat er vorhin gesagt, dass er Hunger hat. Da kann er gleich mal schön was schnurpsen. Und wir? Knorren der Marken AD, Trophäe erhalten. Ja, weil das optional war. Na, schnurpst du hier schön rum. So, aber hier hat sich's wahrscheinlich ausgeschnurpst, weil hier macht uns wirklich keiner die Bude auf. Die wollen alle für sich sein. Ich meine, in so eine Pesttür will ich nicht unbedingt reingehen. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Ah, okay, deswegen, na klar. Oh, was ist denn da hinten los? Ich höre hier irgendwelche Leute. Ja, ja, ja! Yeah. Irgendwie berittene Leute, vielleicht mit Pferden. Oh mein Gott, ich ahne Schlimmes. Hier ist noch eine Schneiderei. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Oh nein, hier riecht's nach Gegrillten. Hoffentlich keine gegrillten Menschen. Mein Gott. Ach du liebe Güte. Oh, ist das heftig. Ihr, ich flehe euch an. Holt Hilfe. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihm. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Lauf, Hugo! Was ist los, Amicia? Was ist denn das für ein Typ? Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Der hat eine riesen Keule in der Hand, die kann er doch gar nicht hochheben. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Nicht entkommen. Hier, los, rein da, schnell. Nein! Oh, mit der Sichel in den Rücken, das ist aber... Ach du liebe Güte, hoffentlich hat es der Hugo geschafft, in diesem Universum zu fliehen. Weil wir sind draufgegangen, so viel steht fest. Boah. Mein Gott. Ich überspring das mal. Lauf, Hugo! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Menschenfleisch. Freilich, die wollen uns wegknuspern. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Ich muss nur warten, bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Ja, wir können den Kerl ja ablenken. Lenkt Gegner in der Nähe ab. Betäubt ein Gegner, wenn er am Kopf getroffen wird. Wir können ihn ja auch betäuben. Ja, der steht jetzt dort, also müssen wir ihn ablenken. Ein Töpfchen haben wir noch. Da ist ein Bratpfann. Da kann er ja erstmal runter. Was war das für ein Geräusch?
Los, geh nur, du alter Lump, ich muss vorbeischleichen. Hauptsache, der Mann mit seinem Riesenknüppel kommt nicht wieder. Oh nee, das ist sogar der Sichelmann hier. Komm. Du sollst nicht sch, wenn Gegner in der Nähe ist. Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Da seid ihr ja! Ach, nicht da lang! Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Da, die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Komm rüber! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Ziehe und schiebe den Kern mit L und richte ihn... Ah, okay. So, müssen wir den dahinter schieben. Das ist ja eine coole, innovative Steuerung. Macht man mit dem linken Stick und es geht auch nicht ganz so easy. Aber da liegt noch... Hä? Wo hängen wir denn? Da liegt noch ein Tonkrüg, das will ich noch mitnehmen. So, hoffentlich gut, können wir... Gut, jetzt können wir... Ich bin gleich wieder da. Kein Mucks, in Ordnung? Ich warte auf dich. So, ich kann ja noch mal einen Blick nach draußen riskieren. Hugo, lass mal hier drinnen. Da ist er sicher, aber ich wette, dass es hier irgendwo noch etwas zu entdecken gibt. Ach nee, da kann ich gar nicht. Nee, gut, alles klar. Da komme ich gar nicht noch mal drüber. Was war das denn hier? Der Hufschmied? Nee, das bedeutet was anderes. Vielleicht der Holzfäller? Ach, na ich Ochse, na freilich der Gerber. Deswegen auch die ganzen Fälle hier. Du kannst herkommen. Ja. Oh, ist das niedlich, komm, diese Flüsterung, oder? Ja. Los, schnell. Ach, ich mag den Hugo jetzt schon. Und Amicia finde ich auch sehr sympathisch. Oh oh. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Die knallen mal volle Bude runter. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Ach so. Ja, dann sollten wir aber erstmal alles absuchen, bevor wir das Ding wegkloppen. Wenn es noch irgendetwas zu entdecken gibt. Außer Steine. Steine, Steine, Steine. Aber nichts anderes. So, und dann? Was machen wir mit der Kiste? Keine Ahnung. Ja, probieren es erstmal. Ja! So, da hoch. Schieben wir! Was? Ja! Wir können ja mal gucken. Oh, nee. Da also nicht. Ach, da hinten, okay. Ich dachte, ich kann hier oben durch das kleine Löschlein. Hilf mir beim Schieben! Na gut! So, einmal dreh. Also, die Kisten sehen nicht leicht aus. So viel steht fest hier. Ja. So, sehr schön. Da füllen wir unsere Steinchen noch auf. Komm, wie bei Apes Odyssey damals. Wo man seine Steinchen einsammeln konnte. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Ja, wir schleichen lieber mal. Ich habe ein bisschen Respekt vor der Gegend hier. Nicht, dass die Lumiche noch mal irgendwo auftauchen. Oh. Schön.
Es sieht halt einfach wirklich klasse aus. Diese alten Gemäuer, die alten Gehöfte. Hier aber auch alles mit den Natursteinen und... Ah, wie es eben damals aussah. Ne? Oh nein, schnell, schnell! Die Leiter hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie wird nicht halten! Nein, nein! Hab ich doch gesagt! Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf diese Seite! Ja, auf diese Seite, aber ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht, ich werde sie herunterholen. Pass auf! Ja, sehr schön gemacht, Hugo. Aber der Typ sucht uns noch, der steht dort vorne. Na los, komm schon. Ja, der kleine Kerl muss erstmal das Ding schieben. Gut gemacht. Sieht aus wie der Käfig von Hänsel und Gretel. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler, du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht, nicht ohne Laurentius. Amicia, versteck dich! Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir... Nein, da ist doch der Konrad. Wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straßen! Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückschicken. Sie kommen hier nicht lebend raus! Was ist denn das für ein riesengroßes... Aa-Loch. Vor allem, was haben wir denn getan? Als hätten wir hier irgendwas mit der Pest zu tun. Und dass sie alle sterben. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so in die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen. Aha, der Konrad ist also durchgedreht. Und sie zweifeln schon selber seine Entscheidung an. Bleib hier und kein Mucks. Gut, ich bleibe hier. Gut, ich bleibe hier. Folge mir. Leise. Ich komme. So, da hinten sind Pfannen. Da kann man was davor schmeißen. Hä? Können wir uns hier drinnen verstecken? Nee. Ah, da ist ein Tonkrügchen. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, der steht wieder da oben. Dann tun wir das Ding mal hier irgendwo hinschmeißen. Ich hab was gehört. Da bin ich mir sicher. Hey, dieser kleine Ausflug endet hier. Nein! Oh, schon wieder mit der Sichel. Das zweite Mal. Aber wieso hat er uns jetzt gesehen? Das... Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Ach, den Konrad, sein Kind ist gestorben. Jetzt habe ich es richtig verstanden. Was zum? Ja, das ist natürlich was richtig Schlimmes. Und das... Ah, das sollte kein Menschen passieren auf der Welt, aber deswegen Unschuldige verbrennen und das noch in höherer Anzahl. Okay, nächster Versuch. Vielleicht glückt es uns ja jetzt.
Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Aha, der läuft also hier in unsere Richtung. Deswegen war das nichts. Warum läuft er in diese Konrad Richtung, wenn das Geräusch den Verstand verloren. Von einer ganz anderen Wir müssen Richtung Unschuldige kommen. Verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es nochmal? Was war das für ein Geräusch? Okay, dann müssen wir uns da hinten in die anderen Sträucher verstecken. Da haben wir deutlich bessere Chancen. Weil hier geht er garantiert nicht lang. Wo haben wir das Ding denn hin? Am liebsten wäre es mir hier drüber. Was war das für ein Geräusch? Sehen wir nach. Pass auf dich auf, die kleinen Teufel könnten überall sein. Hä, was denn? Jetzt geht er da lang. Keine Ahnung, das muss irgendwie ein bisschen buggy gewesen sein. Schnell vorbei, auf jeden Fall. Absolut nichts. Das macht einen noch ganz verrückt. Nein, nicht schon wieder. Hier! Ah! Was jetzt? Ich weiß nicht. Verschwende der Teufel! Wir sitzen in der Falle. Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Genug. Schnell, schnell! Sie wissen, wir sind hier! Nein, sie klemmt! Brech die verdammte Tür auf! Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf! Na gut. Los, kleiner Kerl, mach die Tür auf! Zum Teufel, mach sie alle hier! Da ist ein Brett davor! Kannst du es entfernen? Ich versuche es! Beeil dich! Überlassen. Schnell, Hugo, bitte! Hugo, er ist hier! Hugo, tu doch was! Lauf! Ich kann nicht mehr, Amicia! Oh, bitte, wir müssen weiter! Oh, der arme kleine Kerl! Verdammt! Wir schaffen das! Totes Schwein, ah! Eine Sackgasse! Wir sind erledigt! Hier entlang! Habt keine Angst! Kommt rein! Oh, danke! Verdammt! In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Leute. Gut, dass die alte Frau es aufgenommen hat. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Oh, Leute. Meine Güte, nimm die Kleidung aus der Truhe im obersten Stockwerk. Dankeschön, gnädige Frau. So. Ist sie infiziert? Nee, oder? Sonst sehe sie nicht so gut aus. Und der Kürbis ist aber schön hoch aufgelöst. Das Innenleben. Ja, auf sowas achte ich immer gerne. Leute, so, wenn so in der Grafik schon das nächste Skyrim aussieht, bin ich schon vollkommen zufrieden. Also nicht das Aber nächste Skyrim, sondern nur das nächste Elder Scrolls. Die Truhe ist oben. Oh, hier eine Werkbank, oder? Mit verschiedenen Zwirn und alles. Sie ist wahrscheinlich auch eine Näherin, hä? Zwiebeln und wieder ein paar schöne Würste, ein paar schöne Fettschläuche. Ja, gehen wir erstmal hoch. War sie das? Ist das ein Foto von... Nee, das sieht eher aus wie ein Mann. Vielleicht ein König. Wir wissen es nicht. Noch nicht. War das wieder dieser Taubenschlag oder was das sein soll? Sie ist die Gerbersfrau, oder? Hier sind auch ziemlich viele Fälle. Was gibt's hier? Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Da, Hugo. Das riecht wie zu Hause. Weihrauch und Kräuter. Alchemisten
Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der Infizierten, es umgibt sie auch. Aus diesem Grund hält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank, die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst. Angekündigt für einen Auslöser der Seuche. Um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Ja, da dachte man immer, dass das böse Geister vertreibt. Aber dem war ja nicht so. Aber das darf ich hier nicht so laut sagen, Mensch, Leute. Das wird ja heute noch gemacht. So, oh, hier ein schönes, was könnte das sein? Ein Hirsch, hä? Hirschfell? Stimmt. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm, sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat, hörst du? Hugo, warte! Ah, jetzt rennt er einfach weg, der kleine Kerl. Oh, jetzt haben wir ja eine geile Rüstung. Guckt euch das mal an. Mit Armschutz und alles. Was war denn ihr Mann für ein... Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervy. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervy, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervy. Also, ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Oh, cool. Jetzt können wir unsere Schleuder aufwerfen. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Du bist sehr nett, Claire. Also, das muss ich schon wirklich sagen. Danke. Die ist wirklich saunett. Und vor allem in den Hof soll neue Lederstreifen sein. Ist sie vielleicht doch die Gerbersfrau? Na klar, boah, guckt euch mal die ganzen Felle an. Kuhfelle und alles. Gut, ich habe das Leder. Jetzt brauche ich nur noch Werkzeug. Ja, das Werkzeug ist ja auf der Werkbank. Oh, hier, was hat's denn hier? Einen schönen kleinen Kräutergarten. Oh, alles aus Stöcken selber gebaut. So würde ich das zu Hause auch gerne selber machen. Bei mir draußen in deinem kleinen Gärtchen... Will ich mir nämlich so ein kleines Hochbeet basteln hier. Das ist doch eine gute Inspiration hier. Einfach nur ein paar Holzflöckelein geknallt. Dann ein paar schöne weiten Äste schön verzwirbelt. Waagerecht. Und dann ein bisschen Erde eingeschüttet. Saum rein. Wasser drauf. Fertig. Hier selber sogar ein paar Ranggerüste gebaut für wilden Wein. So, da kann man dann nachher wahrscheinlich durchkriechen. Hier steht sie. Das ist eine Eberesche, Leute. Jetzt sehe ich es ganz deutlich. Eine kleine Eberesche. Und die wachsen auch sehr schnell, also ist das auch sehr schlüssig, dass die dort steht. Wenn da der Samen ausfällt. Im späten Sommer. Oh, hier noch richtig schöne, große Klötzer, du. Herrlich. Es sieht einfach nur herrlich aus. So, und jetzt können wir die verbessern, oder Werkzeug. Was? Werkzeug. Gut, dann an die Arbeit. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Wird am Gegner am Kopf getroffen, ist er sofort tot. Halte X gedrückt, um deine Schleuder zu reparieren.
Während Amicia ihre Schleuder repariert, nutzt sie die Gelegenheit, um ein paar Materialien auszutauschen. Das verbessert die Geschwindigkeit ihrer Geschosse, sodass Kopftreffer nun tödlich sind. Boah. Ja. Geil. Also wir brauchen dazu, ich wollte nur mal kurz gucken, Leder. Was haben wir da noch für Material? Ja, die Werkzeuge wahrscheinlich, genau. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Cool. Oh, schöne Musik. Erinnert mich so ein kleines bisschen gerade auch an The Last of Us irgendwie. Verringert die Zeit, in der Amicia ihre Schleuder hervorholt und lädt, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Beutel, verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Das finde ich sogar noch besser. Tasche, bietet Platz für bis zu 12 Materialien einer Art. 10 Geschosse. Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Hm. Genau, aufwerten, da ist der Codex. Gut, ich sollte mich bei Clavie bedanken. Ach, ich denke, die heißt Claire. Clavie. Gut, das sind eben alles französische Namen, deswegen komme ich da nicht ganz so klar. Ah. Und? Viel besser. Vielen Dank, Clavie. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Oh nein, oh nein. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg. Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot. Nein. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du lügst. Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Nein. Ah, das hätte Amicia nicht sagen sollen. Aber... Ah, ich komme nicht hier drüber. Hugo, komm zurück. Oh, nicht, dass er den genau in die Arme rennt. Oh nein, er wird uns noch umbringen. Hugo! Hugo, bitte, es tut mir leid, warte. Du alter kleiner Schlingel. Hast ihm doch überall durch. Oh Gott. Die Leichen. Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Oh, hier oben wird es wirklich immer schlimmer. Es tut mir leid. Nein! Oh nein! 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 Nein, lasst ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg! Bitte, nein! Ich wollte das nicht. Amicia! Amicia! Hugo! Ich komme! Aber ich musste es tun. Es ging nicht anders. Boah, Leute, das ist echt heftig. Ich wollte mir mal einen Überblick verschaffen. Boah, das Dorf ist ja riesig. Ha, was für ein Ausblick. So, wo ist er denn jetzt? Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Haben die den jetzt hier oben reingezerrt? Nee. Warum lass sind denn... Lass mich los! Ah, lass mich los! Hör mit der Zappelei auf. Wir warten noch auf deine Schwester. Amicia! Du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen.
Warum muss ich den Herren? Bitte! Diese Rüstung hat Äxten und Schwertern standgehalten! Gegen die Rüstung zu schießen ist zwecklos! Du bist ganz schön fleck. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen! Oh nein, das ist dieser blöde Konrad. Jetzt hat er sogar eine Rüstung. Aber was kann ich denn da machen? Ah, okay. Ich bin ein wenig eingerostet. Von hinten. Ah, schnell! Bitte! Ich will das nicht! Praktisch auf die Verschlüsse der Rüstung schießen. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Oh nein, da steht noch ein anderer. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Der ist krank. Konrad ist krank. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Na komm nur, komm. Ah, so eine bist du also. Gut, das wird dir helfen. Ja, komm her! Komm schon, Konrad. Zeig ihm, wozu du imstande bist. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein, zwing mich nicht, das zu tun, bitte. Amicia, das reicht. Bringen wir es hinter uns. Ja, bring mich wieder zu meinem Sohn. Nein! Mach schon! Töte mich! Nein! Ich will nicht, bitte! Oh, ich hab keine Steine mehr! Ja, weiter so. Nur der Tod kann mich aufhalten. Die süße Umarmung des Todes. Stirb, Konrad! Finde den Frieden bei deinem Kind. Amicia! Du hast ihn getötet. Huhu, Leute. Harter Tobak. Trophäe erhalten. Die Fremden. Kapitel 3. Vergeltung. Meine Güte. Aber der Konrad wollte es auch nicht anders wissen. Also, wir hätten nichts anderes tun können. Wir mussten den einfach besiegen. Ja, aber er wollte auch sterben. Er hat den Tod gesucht. Vielleicht kann Amicia so irgendwie damit leben. Vor allem das Spiel ist so viel mehr, als ich davon erwartet habe. Schau, Amicia. Ich komme. Boah, was für eine Kirche, was für eine Kathedrale. Sieht das geil aus. Boah, richtig cool. Na gut, Leute, das soll es aber erstmal gewesen sein mit A Plague Tale Innocence. Ich bin euer Affenkönig, dem A Plague Tale, habe ich das jetzt gesagt? Ihr wisst schon, was ich meine. Das war Part 3. Wir sehen uns in Part 4 wieder, hoffe ich zumindest. Lasst mir ein Like da, Abo ist doch ganz klare Sache. Instagram nicht vergessen, Affenkönig, dem nicht Let's Plays. Macht's gut und ciao.